Einen wunderschönen sonnigen Nachmittag wünschen wir, oder für mehr ist auch Nacht oder früh oder wann auch immer Sie das anschauen. Wir sind es wieder von der Verkostungsfront. Es gibt wieder große Gewächse. Wir machen es heute wieder in zwei Runden. Die erste Runde ist Weiß- und Grauburgunder und Silvaner. Silvaner ist klar aus Franken, woanders gibt es große Gewächse ja nicht aus der Sorte. Dann haben wir die Burgunder aus Baden. Aus Sachsen, Saale-Unstrut, was habe ich noch vergessen? Franken? Noch was? Habe ich was Haben vergessen? wir einen Burgunder aus Franken? Ja, Ja, aus stimmt, Burgunder stimmt, müssen Franken stimmt, dabei sein. stimmt. Es ist nicht, Nein, wir haben sogar Burgunder dabei, die keine großen Gewächse sind aus Franken, weil die irgendwie in dem Flight mit drin waren. Jedenfalls, es ist nicht ganz so viel, es wird also nicht ganz so lang werden, dafür machen wir heute zwei. Und habe ich was vergessen? Dann fangen wir an. gut. Dann 239775. Habe ich? Jo. Ja, unruhig kann man wirklich schreiben. Das ist bisschen krautig, Ja, das stimmt. bisschen an Schwefel noch. Bisschen Kohl. Hat sie nicht groß beruhigt seit gestern? So ein bisschen beim Kohl ist ein bisschen Kümmel dabei. Wirkt aber eher warm. Am Garmin. Ich weiß mal, warum das so ist, weil das ist nämlich ziemlich süß. Naja. Das ist sehr süß. Ist ein bisschen rau oder sehr präsente Säure. Deutlich so gemüsige Töne. Schon Substanz. Ja, Substanz oder schon, aber es ist noch nicht so richtig alles zusammengesetzt. Es hat Malz Alkohol, es hat Malz Säure, es hat Zucker. Ist so fränkisch. Findest du, dass das fränkisch ist? Bisschen. Ich finde das ein bisschen unzusammengesetzt. Ja, das auch. Also, eine Aber jetzt Kraft und von der Statur hat es schon, Statur, von ja. so ein bisschen was rustikal alles, etwas Behäbiges. Behäbig ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil er dafür viel zu viel Säure hat. Aber Von allem ein bisschen zu viel. ja, das wirkt schon ein bisschen so. Also ich weiß nicht, ob die Punkte nicht etwas streng sind. Ja, ich kann ja mit allem mehr leben. Ja. Aber ein bisschen anstrengend. Es ist schon. Dem Alkohol Ich weiß kommt gar der nicht, wie weit. Max. Oh, Boah. 14,5. Ja. Das schmeckt ja auch so. 14,5 und dennoch ein bisschen Zucker. Für Menschen, die nur ein halbes Glas trinken, Ja, aber das ist daran, dass er gerade Film. Silvaner, großes Gewächs von Schmidts Kinder. Es ist halt auch so, dass da auch ein bisschen der Zucker viel am Platz ist. Ganz glücklich bin ich damit nicht. Mal Substanz hat es schon. Gut. 2, 3, 9, 3, 7, 1. Da wäre ein bisschen weniger doch mehr gewesen. Oh Mehr ja, Form. bin nicht nur bei Wein. Sonne? Auch sonst. Weniger ist immer mehr. Geld zum Beispiel meinst du? Ja, Entschuldigung. Geld, Redet Liebe, über Zuwendung Geld. an sich. Sind wir weniger mehr? Also. Wein im Keller. Verstehe ich gar nicht. Naja, manchmal ist es lieber die guten, lieber eine richtig gute Also, Flasche als lieber die weniger Masse. guter Wein im Keller als mehr guter Wein im Keller. Ich glaube sogar, dass du mir jetzt dann rauskommst.
Also, das hat ein Tauchholz mit Ja, etwas aber kühler als der Vorgänger. ja. Mineralisch, kräuterlich, kräuterlich, klar. Ja, aber die Kräuter gefallen mir sehr gut. Es ist relativ Also er fein. wirkt straff, aufgeräumt. Ich mag den Alkohol schon auch. Ja, nicht ganz so präzise im Mund, nicht so Nicht so, wie 100%. es die Nase eigentlich Ja, genau, ankündigt, finde gell? ich auch, ja. Geht ein bisschen so ins Weiche rein, wird ein Löffelig. bisschen karamellig oder ganz leicht ist die Spur lätschert. Vielleicht oberflächlich. Also, wir jammern mal wieder auf ganz hohem Niveau. Auf mittelhohem. Du hast nämlich schon recht. Es fehlt ein bisschen an Tiefe und es fehlt ein bisschen an Präzision am Gaumen. Und dafür hat es Mords Alkohol. Ich bin mir fein nicht sicher, ob ich den da stehen lassen will. Also das steht schon kurz vor einer Abwertung aus meiner Sicht. Ja, also es ist irgendwo dazwischen. Entweder wird es eine äußerst knappe Punktzahl gerade. Da hinten raus ein bisschen. Da wären wir sechs. Okay. Es trocknet ein bisschen. Nicht, dass das ohne Substanz wäre, aber fehlt halt auch ein bisschen der große Reiz. Was? Das? Der hat so ein Loch. Das ist der Staatsweingut Freiburg. Blankenhornsberger. Doktorgarten Grauburgunder. Das hätte ich jetzt blind auch nicht gleich erkannt, muss ich gestehen. Ein bisschen fehlt mir da diese Grauburgunder-Typizität. Ein bisschen voluminöser ist, einen ganz eigenen Nusston hat man mal. 2, 3, 9, 5, 7, 9. Und nur Alkohol allein ist halt dann doch kein Volumen. Sehr hilfreich. Ja, ein bisschen verhalten, aber relativ fest. Was ganz leicht Weges hat aber auch. Und was ganz leicht Schärfendes. Ich habe Ein bisschen sowas als Zucker. so eine Assoziation von, ich weiß nicht, ob Totenfleisch oder Weiß auch, was du meinst. Das ist ein bisschen so ein eher bisschen so. was Paprika auch. Ja, Paprika, Eiweiß. Ja, und Garmin auch. Wirkt auch nicht ganz trocken im Nein, Mund. das ist süßlich. Das ist süßlich, trotzdem auch wieder ein bisschen alkoholisch. Diese Wärme. Auch das ganz leicht verschwommen, dadurch in den Konturen nicht restlos präzise. Da würde ich die 7 zwar stehen lassen, weil ein bisschen Nachdruck und Zucker, aber mehr kann er nicht. Sind wir beim Weißburgunder. Diesmal Württemberg, Jürgen Ellwanger, Winterbacher, Hungerberg. 2, 3, 9, 5, 9, 9. Herrlich, Florian. Ja, alles ein bisschen angetrocknet. Also nicht die Frucht, aber die pflanzlichen Noten. Mineralik. So erdig. Ja, so ein bisschen herbige Würze, das stimmt. Insgesamt kühler als der Vorgänger oder die Vorgänger, was wir fast haben. Damit kommt wieder ein bisschen Wärme. Also der geizt auch nicht mit Alkohol. Nee, gar nicht. Aber es ist stimmig. Das ist stimmiger und das ist feiner, das hat einen gewissen Schliff. Es Der ist auf jeden Silvaner. Fall fein, ja. Okay. Es ist feiner.
Ist okay, die Punkte. Sind wir da beim Late, ne? Nee. Aber. Oh, die hatten ja einen riesen Riesling dieses Jahr. Riesen Riesling, Bessis Casteller Schlossberg, Silvaner, großes Gewächs. Die Silvaner hatten es dieses Jahr ein bisschen schwerer. Waren dann halt oft ein bisschen, hatten doch ein bisschen zu viel Alkohol manchmal, um richtig feingliedrig zu werden. Aber das letzte Jahr besser. Das letzte Jahr war besser als 2015. Nicht, dass die 2015er schlecht werden. Ja, aber die Burgunder sind auch recht alkoholisch. Ja, okay. Ja, das sind 15 mal mehr das Riesling, ja. 237944. Also überwiegend, muss man ja immer sagen. Ausnahmen gibt es klar immer. Pflanzlich hell. Sehr, ja. So einen hellen, erdigen Ton. Genau. Ist alles ziemlich hell. Eher schlanker. Feinsaftig, klar. Ist das ein Rucksack Grauburgunder? Ja. Ist kein GG. Mir ganz fein, ganz geschliffen. Ja. Macht totalen Spaß. Ja. Ist nicht ewig tief. Aber das muss ja nicht. Das ist ein Gutswein. Aber das ist echt super. Wunderschön zu trinken. Der Wein, der wird auch schön reifen. Ja. Steht aber gut, finde ich. Ja. Warte mal. Was? Nee, was? Weil punktemäßig hat er hier 88 auf der Flasche. Das ist falsch, weil er hat 7. Findest du, dass er 8 verdient? Ich finde, dass dazu die Tiefe ja, fehlt. Ja, die Tiefe fehlt, ja, die Substanz. Aber wirklich aber es ist, ein, das ist ein wunderbarer Wein. Toll. Ja. Grauburgunder, Gutswein, Ruck, das ist ja auch nicht teuer. Das ist für das ein richtig klasse Wein. Das magst du ja echt trinken. 239376. Ich habe mich schon gewundert, mit Schott, der steht falsch drin, weil ich habe ja gesehen, dass er nur 87 hat, aber ich finde das auch verdient. Ich weiß gar nicht, warum da der falsche Nummer auf dem Etikett steht. Ja. Gemüsig? Ja, sowas grün, gemüsiges. Kräuterig. Sehr verhalten in der Frucht. Deutlich mehr Gemüse als Frucht. Das ist ein Hauch rustikal. Aber es ist recht fest. Es hat Körper, es hat Griff. Klar, schmeckt mir dann hinten raus auch wieder den Alkohol, obwohl er erst relativ kühl wird. Aber ich denke, der steht da ganz gut bei seinen 88. Was? Mehr oder weniger? Weniger. Das dachte ich mir in dem Fall, weil das ist ja nicht fein genug, ne? Ja, mir. Irgendwie ist er, ich weiß nicht, er ist nicht ganz stimmig in sich. Es ist halt ein bisschen, wenn man das so sagen darf, der ein bisschen bäuerlichere Stil. Aber Substanz hat er, Nachhaltigkeit hat er, Griff hat er. Ich täte ihm die 88 schon lassen. Das ist nicht unser Stil, ist mir schon klar. Aber. Ja, eine Länge. Länge, würde ich gerade sagen, hat er eben auch. Das lassen wir. Halt, läuft der Glas. So. Du brauchst ein Glas. Wir sind wieder bei Franken-Silvaner. Das war ein gut Schwab. Silvaner, Tüngersheimer, Johannisberg, Rotlauf. 239785. Mhm.
Ziemlich fest. Vielleicht schon so grün, Zitrone, also Ja, und sehr Limetten. vegetabil. Das ist wieder Silvaner. Ja. Ja, das merkt man. Also diese gemüsigen Töne, die haben Weiß- und Grauburgunder niemals. Ja, aber das ist ja Es auch ist. das Schöne an Ja. Silvaner. Silvaner hat halt deutlich weniger Frucht. Deutlich mehr diese, wenn man Glück hat, feinen, gemüsigen Aromen. Das ist aber noch ziemlich gedeckt und hefig, wirkt recht Ja, aber sehr verschlossen. vielversprechend. So ganz feiner Gerbstoff. Ziemlich reif. Einerseits schmelzig, dann aber auch griffig, weil er diesen Gerbstoff eben hat. Also der hat Herb, Spannung. der hat keinen Zucker. Da wird nichts geschmeichelt. Der bleibt zwar weich, weil er so reif und so alkoholstark halt doch ist. Gleichzeitig wird griffig. Oh, das Sachs. reicht vielleicht nicht ganz. Sachs. Dann kommt er nochmal. Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Pfiffig, die Ja, ich Minerale habe ist sogar viel überlegt, deutlicher. was für ein Pfeffer. Zuerst war ich beim Weißen, sogar fast in der Nase. Und dann finde ich, hat es aber auch so ein wie grüner Pfeffer. Also es ist. Also Pfeffer ist dann wahrscheinlich das Richtige. Könntest du konkretisieren? Ja, doch schönen Biss. Naja, braucht Zeit, das ist klar. 89, gut. Sehr gut. Für mehr. Ist dann da die, vielleicht die Ist halt Tiefen? doch der Jahrgang ein bisschen manchmal zu warm und zu kräftig. Und dann die letzten Feinheiten. Wir haben wieder einen Rotlauf, diesmal von Rudolf May. Und natürlich Tünesheimer Johannisberg. Ja, lustig, dass wir die hintereinander. Absicht war das, Kai. Nein. 2, 3, 9, 8, 6, 7. Deutlich nussiger. Das müsste dann also wieder Burgunder sein. Aber Frucht hat er auch fast nicht. Ne? Das ist sehr erdig, mineralisch. Ich finde, es hat so ein bisschen einen Hauch von getrocknet floralen Tönen. Er wirkt Das noch sehr stimmt. jugendlich in der Nase. Fast noch ein bisschen Weingummi. Also es wirkt noch etwas kitschig. Ja, wenn sie ganz jung sind, dürfen sie das ja auch Ja, ein genau. bisschen. Nee, klar. Solange genug anderes da ist, ist das ja okay. Wenn es nur quietschig ist, ist es blöd. Nein, nein, er hat einen Background. Ja, das ist sehr nussig und reif. Das ist ziemlich erdig. Das hat eine Ananas. deutliche. Ja, also das geht ganz leicht ins Exotische. Das ist Grauburgunder aus dem Osten. Das ist Pavis. Deutet da die Farbe schon ein bisschen an. Das geht wirklich ein bisschen ins Graugelbe. Es wirkt im Abgang fast wie Kokosnuss. Also diese Exotik zieht sich durch. Ja. Ja, das stimmt. Steht da gut, finde ich. Ja, Es hat maximal Griff. ist es für mich. Aber Ja. ja, aber Ja, zum ja. Aber Abwerten die auf 88 jeden hat er Fall. schon. Es ist, die Kraft ist da. Es hat Würze. Es steht da. Es ist. Eigenwillig ist ganz klar, wird auch nicht uralt werden, aber das ist schon guter Wein. Ist nicht der feinste von allen, aber mein Gott. Das war ein gut Pavis, Sali Ustrut, Freiburger Edelacker, Grauburgunder, großes Gewächs.
239888. Mandelig. Ja, so zitrusbetont. Im ersten Moment könntest du es auch für Riesling halten. Und dann kommt Birne. Das ist Weißburgunder, gell? Ja, wir sind beim gleichen, oder? Das ist nur sein Weißburgunder. Nein. Also, aber es ist, also aber das ist Osten. Osten. Dann ist Sachsen. Das ja, ist, ja, dann, genau. ist, dann ist Schloss Plochblitz. Ist ganz kühl und geschliffen. Ich finde, er hat eine schöne Weißburgundernase. So stelle ich mir oft eine Weißburgundernase vor. Mit ein bisschen auf was Weißflorales. Steht ja schon drin. Ja, der auf der kühlen, eleganten Seite. Das, wie gesagt, da bist du schon fast dabei. Manchmal ist mit Riesling zu verwechseln, wenn das so auf dieser Zitrusseite ist. Ja, aber die Säure ist immer eine andere als beim Riesling. Ja, im Gaumen ist das völlig anders. Da kommt auch der, kommen auch die Nusstöne an. Ja. Genau. So ganz hell, so ein bisschen Bittermandel. Das ist ziemlich schlank. Ich finde es sehr gut, aber es fehlt halt schon die letzte Tiefe für ganz hohe Wein. Das ist also für mich kratzt da an der 89. Echt? Ja, das ist, wenn das fein ist, dann bist du da noch empfindlicher als ich, gell? Aber mir fehlt halt die Tiefe ja. Ein bisschen für mehr. Also ich finde es bei 88 gut stehend. Was heißt gerade so auf dem Niveau, was großes Gewächs eigentlich sein müsste. Dazu muss man aber schon sagen, das ist Plochblitz, das hat nur 12 Alkohol und dafür ist das ein sauberer Wein. Das ist einer der besten, die ich von ihnen kenne, um ehrlich zu sein. Aber das hat man mit den Pinots schon, kannst du dich erinnern? Ja. Die Spätburgunder waren dieses Jahr auch erstaunlich gut. Schloss Plochblitz, Weißburgunder. Lage heißt auch Schloss Plochblitz. So, 239460. Ganz anders. Ja, ja, das ist eine andere Welt. Kräuterig, fein kräuterig. Ganz leicht buttrig und ganz leicht floral. Ja. Ist richtig geschliffen. Eine ziemlich reife Frucht. Ja, Schliff, Saft, wieder Butter. Ganz frische Butter. Ja. Vielleicht sogar eine Kräuterbutter. Ja. Aber dass Kräuter dabei sind, ist klar. Aber es wird wirklich so. Ja, dann könntest du auch Zitronenbutter sagen, weil das Zitronige hat er auch. Ja. Aber dieser Butterton ist so, so klar und nicht braune, sondern ganz, ganz frische Butter. Innen raus kommen dann die bisschen brauneren Töne, das ist ganz leicht, die Karamell. Ja, ich denke, da ist fast ein französisches Landbrot. Gar nicht so schlecht, ewig ist es auch noch. Butter, Zitronen und Kräuterbutter. Tja, ich würde auf Weißburgunder tippen. Aber nicht ganz richtig, aber fast. Ist es wirklich gar nicht? Ja. Echt? Ja, Wahnsinn, gell? Ja, das hätte ich jetzt hätte ich nie gedacht, dass das grau ist. Nein. Und dazu ist mir das eigentlich in allem zu hell. Mhm. Also, richtig. Um das zu erraten. Ja, das ist aber so. Ein Haustier, würde ich sagen. Das ist doch dieses Kräuterige halt. Ja. Dieses Elegante. Das Heger. Jo. Steht da für mich aber auch gut. Okay.
Findest du den höher? Also es ist nicht so, dass ich sofort sage, nein, nein, das ist für mich auf jeden Fall höher. Ist wieder so ein für mich ein Grenzfall. Ich finde, dass der sehr geradlinig ist, in seiner hellen und nicht ganz, ganz sortentypischen Art, wo das macht Spaß, das wird auch recht gut reifen. Aber die letzte Tiefe und das, was mich so richtig für ihn einnimmt, fehlt mir da. Deswegen finde ich das bei 88 schon ganz gut. Das ist, da kriegst du ein Glas, das ist Dr. Heger, wie gesagt, Vorderer Winklerberg Weißburgunder, nein, Grauburgunder. Sage ich es nochmal. Großes Gewächs. Baden natürlich. So, dann 239871. Ja, dann liegt es Hoho, am das Glas. ist hübsch hochfarbig. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Aber das hat so richtig Gold-Kupferfarben. Steht da drin. Sehr gemäßig. Sehr gemäßig. Schon Schon recht entwickelt, entwickelt, gell? Das ist ja. aber 14, oder? Ja, richtig. Meine, deswegen ist das trotzdem schon ziemlich weit. Ist auch Osten. Ist auch Paris, oder? Ja, das finde ich auch. Das ist schon etwas zu entwickelt. Ja, und dann ist das wachsig, hat so ein bisschen Botrytis-Töne. Bisschen so mürbe Aprikose, bisschen Honig. Säure Wachs, ist auch ne, hatte nicht ich schon. richtig gut Ja, die steht eingebunden. jetzt mehr daneben, weil das halt, das passt immer nicht so ganz. Ein komisches Komma drin. Das war gestern, als er noch frisch aufgemacht war, hat er noch was Animiertes gehabt und jetzt wird das alles ein bisschen blass. Das knickt ein bisschen ein. Bisschen ist gut. Naja. Ja. Ja. Fehlt noch was? Ja, und es kommt schon sehr, dieses grün Gemüse jetzt raus und schleppt das Gemüse schon ein bisschen weg. Ja, aber auch etwas dieses Wachsige und Wärme und irgendwie. Es zerfällt ein bisschen. Ja, das ist wieder Pavis. Diesmal der weiße Burgunder. Noch einmal Edelacker 2014. War wohl ein bisschen viel Botrytis dabei. 2397 83. Riecht schon nach Franken. Verrätst du mir alles? Es stimmt schon. Das ist diese helle Mineralik. Es ist wieder ein bisschen mehr vegetabil als fruchtig. Ohne dieses etwas plumpe Gemüsige vom Vorgänger zu haben. Die Mineralik ist deutlich. Es geht ein bisschen ins Salzige. Ein bisschen was Florales mal dabei. Also ein bisschen eckig, aber auch, und es fehlt die letzte Tiefe. Eben ist es fast einer zu hoch mit 89, sind aber hier 8. Okay, warte mal. Hätte ich jetzt so jetzt nicht mein. Ja, trocknet ein bisschen hinten raus. Und dann fehlt so die Feinheit, die Entwicklung der Nachdrucke im Abgang fehlen dann halt doch für noch höhere Weine, für meine Begriffe. Einen
Gerbstoff, der ihn zudeckt. Ja, das stimmt. So, und jetzt ist die Frage, was passiert mit etwas reifer? Naja, ich glaube schon. Du schreibst ja schon muss reif. Ja, nur dieser aufrauende Gerbstoff und dieses etwas Bitterliche. Ich würde es ihm jetzt lassen. Echt? Ja. Gib mir noch einen Schluck. Ich mache jetzt die Augen zu. Das nicht sehen. Ich würde das probieren. Ich finde, für die Substanz sind 88 zu wenig. Zumindest dann mit einem Plus. Was ich habe, ist diese deutliche salzige Mineralik. Dieses raue und kantige, ich bin mir nicht sicher, ob sich das je richtig harmonisiert. Okay. Aber gut, streiten wir nicht drum, dann geben wir ihm 89. Oder lassen wir ihn bis. Nee, es ist schon. Kann man den auch bis morgen stehen lassen, aber ich jetzt, nachdem der von gestern eher kantiger wird, ich schaue mal trotzdem mal. Verstehe. Nee. Das war nicht das ganz große Silvaner, ja. Nee, leider nicht. Das muss man schon sagen. Moment. Ich muss erst mal herzeigen, was es war. Das ist Rudolf May. Diesmal ist es der Rettstatter Himmelspfad. Also bei mir arbeitet er noch nach. Naja, nee, macht er ja auch. 5, 8, 6. Aber ganz kann ich den ganz großen Jubel, der da in Wiesbaden entstanden ist, nicht nachvollziehen. Das ist schon sehr gut. Aber wie gesagt, es ist für Silvaner halt einfach nicht das ganz große. Ganz Ui. Anders. Sehr lebendig, fein, kühl, frisch. Tiefer als die anderen. Deutlich. Also das berührt einen sofort. Da riechst du rein und schon ja. Hatte ich das auf seiner Seite. Ziemlich fein. Mhm. Ein bisschen Kräuter. Ja doch, das steht drin. Ja, also da machen wir jetzt einen, wow. Da machen wir jetzt einen richtigen Sprung. Auch wieder dieses feine, appetitanregende Wurzelgemüse. Mm. Ja, herb, fest, kühl, fein, nachhaltig, kühl. Das ist eine andere Welt. Wow. Sind wir das Silvaner? Ja, dann ist das Weltner. Nein. Ich auch nicht. Weltner haben wir stark. Gar nicht als Silvaner. Oder er fehlt uns hier. Ah, das kann sein, dass der noch nicht mit drin ist. Nein, es ist tatsächlich ein Silvaner. Also es ging in 2005. Naja, aber das hat schon wirklich Feinheit. Da merkst du jetzt, mir fällt das Wort gerade nicht ein, bin ich vernagelt. Vorbehalte beim anderen. Der hat genau das, was mir beim anderen fehlt. Das hat auch Zug, das hat auch genau die Länge, die ich will. Auch wenn es Alkohol hat, aber das zieht halt an. Ja, es ist schon, man merkt, das sind nur 13,5. Das ist frisch, das ist sehr gekonnt. Ja. Ah, ach, das Weingut am Stein. Ja! Okay. Wir haben keinen Weltner. Ich bin mir sicher, wir hatten einen Weltner dabei. Mal wahrscheinlich mit raus. Den haben wir dann bei den Rieslingen mitprobiert später. Na, also einen Riesling hatte ich. Achso, das kann ja nicht sein, dass die Silvaner. Ah, das kann sein. Ah, nein, das kann sein. Wir haben dies. Ja, das kann sein, dass die kamen später, die haben wir nicht dabei. Stimmt, kommen wir erst das nächste Mal dran. Ja, das ist schön, das ist kühl, es hat Schliff, für mich passt es. Für dich zu niedrig? Ich finde den Vorgänger ein bisschen zu hoch, das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass das hier ziemlich gut steht.
Also das sind klare 90, das ist einfach ein Sprung. Also das macht es halt dann für uns auch immer, wenn so eine Grenze übersprungen wird. Es ist nicht nur ein Punkt. Ja, aber das liegt daran, dass der andere für mich zu hoch ist. Aber gib mir nochmal. Den jetzigen Ja, jetzt. ja. Aber das kann ich ja dann auf dich schieben. Ich meine, wir können es da stehen lassen, aber das schiebe ich halt dann auf dich. Ja, der ist ja noch auch noch nicht fertig Fertig. abschließend. Der schon, oder was? Also Ja, der ist ja der auch noch noch nicht. unfertig. Ja, genau, richtig. Nein, ich finde es gut da. Das passt, das ist gerade richtig. Ein Hauch Holz hat es. Ich finde den da gerade richtig. Genau die richtige Substanz, Also Festigkeit. ich finde ihn super. Ja, das ist ja schon sehr gut gemacht. Da, Ich hätte das da, kann er vielleicht schon. bin ich ein Punkt zu hoch, also wir sind heute ein Punkt auseinander. Ja, das mag sein. Aber dann sind wir jetzt ausgeglichen. Das ist das Weingut am Stein. Stettener Stein. Silvaner. Komm jetzt. Oh. Unsichtbares großes Glück. 239422. Die haben deutlich an Charakter gewonnen da oben. Habe ich den? Oh. Ja, auch einiges in ihrer Machart, Am Stein meinst du? Ja. Das ist aber Burgunder. Ist ganz nussig. Oder gut eingesetztes Holz. Das ist richtig. Ein bisschen Kohlrabi. Na, sogar Kohlrabi kann sogar fast ein bisschen schärfen. Also, Riecht jetzt nicht so enorm. aber auch sehr reif. Reif, also die Frucht ist sehr reif. Steht ja auch da, sehe ich gerade. Sehr gut eingesetztes Holz. Da kann es jemand. Eine schöne Säure, die das alles ein bisschen marmoriert. Ich würde nur ihn vielleicht Ende des Jahres freigeben oder Anfang nächsten Habe ich das? Jahres. Ah ja, habe ich nicht. Baden also, oder? Bitte? Baden also, oder? Nee, Baden ist es nicht. Nein, echt nicht? Nein, ich muss reinkommen. Rheingau? Weißburgunder? Entschuldigung, ja, Baden. Echt? Du Naja, hattest das hätte recht, es mir ja. jetzt gewundert. Ich weiß gar nicht, wie ich da. Das hat Schliff, das hat Feinheiten, das kann man da stehen lassen eigentlich, oder? Das hat die 90 verdient. Das ist ein ganz feiner, in sich geschlossener. Ist ein bisschen jung, ja. Ja, gut, bin Ist ich ganz einverstanden. praktisch, würde ich jetzt sagen. Das werden wir hier haben. Aber das wird in einem Jahr oder besser noch in zwei richtig Spaß machen. Sehr schön. Das? Ja. Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Das Weingut Wöhrle entwickelt sich. Grauburgunder aus der Laaer Kirchgasse. 239462. Ziemlich fest. Sehr mineralisch. Deutlich mineral, erdbetont. Steht auch drin. Ja, sehr fein und sehr fest. Am Gaumen. Das hat schon einen Mordsalkohol. Aber es hat auch eine Mordsstruktur.
Und trotz allem hat er so richtig kühle Töne auch, obwohl er so viel Alk hat. Aber reinschreiben muss ich diesen wärmenden Alkohol, weil merken tut man schon. Und das hat Griff und Druck. Kann man sich jetzt schon überlegen, wo reift es hin mit so viel Alkohol? Wahrscheinlich wird es vielen Leuten eher nicht schmecken. Anderen wieder sehr. Die Komplexität und die Tiefe und die Länge wird dafür sprechen, dass man bei 91 lassen. Auch. Auch wenn das nie ein Wein wird, den man so einfach wegtrinken kann bei dem Alkohol. Was probierst du da heimlich nach? Ach, und den meinst du, kannst nur du nachprobieren und ich kriege da nicht im Vergleich. Also Festigkeit und Länge hat es schon sehr. Das, wie gesagt, es ist Also du, ich freue mich, wenn du da tatsächlich neu. mitmachst. Also da hält er locker dagegen, aus meiner Sicht. Also diese Lebendigkeit, die der hat, der Stein, Weingut am Stein. Sehe ich schon, keine Frage. Dafür ist er ein bisschen rauer und nicht so tief. Ja, und das stimmt auch hinten raus. Ich kann gut damit leben, dass wir dem 90 geben, weil der Alkohol halt wirklich ein bisschen stört. Gut, Aber ich würde sie auf keinen dann Fall beide gut. auf 91 setzen. Gut, passt. Passt. Weil ich Was sehe meinst zwischen du den denn? beiden keinen, nicht diesen Punktunterschied. Sie sind aber komplett anders. Naja, aber nichtsdestotrotz müsste es vergleichbar sein, sonst ist es ja Quatsch. Ja, also gut. So ist es und so lassen wir es. Jetzt sollten wir den letzten noch zeigen. Das ist Das ist gut. nochmal Dr. Heger. Das ist Achkarren Schlossberg Grauburgunder. Gut. Gut, bis Das gleich, war's bis oder? jetzt. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann mit den Rieslingen zurück. Bis dahin. Tschüss. Okay, also gut. Was denn?